Die Börsen sind auf Rekordständen, mehr oder weniger. Nur chinesische Aktien sind seit einem halben Jahr in einer Abwärtsbewegung. Ist das eine Sonderentwicklung? Ist das was, das wir als Anleger ignorieren können? Oder ist es auch für alle übrigen Börsen ein Alarmsignal, das wir schon ernst nehmen sollten? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Woody Allen soll mal gesagt haben: Ich habe einen Kurs im Schnelllesen gemacht und ich kann jetzt Krieg und Frieden in 10 Minuten lesen. Es handelt von Russland. Was jetzt kommt, hier, das ist zwar nicht Krieg und Frieden vom Umfang her, aber es wird doch ein längeres Video, befürchte ich mal. Wir müssen uns heute doch einiges durcharbeiten. Sie können es ja so machen, wie die Zuschauer, die hier ab und zu mal ganz stolz drunter schreiben: Ich habe das Video mit fünffacher Geschwindigkeit durchlaufen lassen und dann war es auch okay. Ist mir alles recht, solange Sie es nur anschauen, und hängt natürlich auch von Ihrer ganz persönlichen Schmerzgrenze ab, was jetzt die Auffassungsgabe betrifft und das ästhetische Empfinden. Aber es soll hier ja auch alles nicht schön werden oder so, sondern wir wollen ja nur im Idealfall irgendwie weiterkommen. Wohlan denn, los geht's. An Börsen ist alles bestens nach wie vor. Die letzten Wochen war vielleicht die Luft ein bisschen raus, aber wir können uns nicht beklagen. Viele Indizes, gerade auch wie DAX, wie Dow, wie Nasdaq-Index, die sind auf Rekordständen. Wir haben billiges Geld, die Weltwirtschaft erholt sich stark. Mit anderen Worten, wir haben ein ideales Umfeld für Aktien und es könnte im Grunde gar nicht besser laufen. Es gibt aber einen Markt, der aus der Reihe tanzt, und das ist China. Chinesische Aktien stehen unter Druck. Das tun sie schon seit Monaten. Der chinesische Aktienmarkt ist damit dieses Jahr eigentlich der große Underperformer. Und damit kann man sagen, es stehen im Grunde genau die Aktien von den Unternehmen unter Druck, die aus dem Land kommen, das weltweit eigentlich mit am stärksten wächst. Und das ja auch die Folgen von der Corona-Pandemie, das mit denen deutlich besser und deutlich schneller fertig geworden ist als die meisten anderen Volkswirtschaften. Und damit ist in dieser ganzen Pandemiedynamik China in gewisser Weise eigentlich der Vorausläufer und wir anderen sind die Nachzügler. Aber trotzdem geht es abwärts. Hier haben wir den MSCI China Index auf Sicht von einem Jahr. Wir sehen, wie er letztes Jahr dann noch die allgemeine Erholung mitgemacht hat, aber im Februar war dann das Hoch erreicht. Seitdem geht es deutlich bergab und in der Spitze ist er auch um 33% schon gefallen. Das gleiche beim Hang Seng China Enterprises Index. Das sind China-Aktien, die in Hongkong gehandelt werden. Auch hier haben wir den Einjahreschart wieder und auch hier grundsätzlich mal das gleiche Bild. Wir haben ein mehrjähriges Hoch, das erreicht worden ist im Februar, und dann aber auch hier der gleiche deutliche Rückgang. Womit dieser Index jetzt übrigens unter Buchwert notiert. Laut Bloomberg mit einem KBV von 0,96 und mit einem Durchschnitts-KGV auch, das jetzt nur noch bei 9 liegt ungefähr. Das ist schon ganz erstaunlich. Es hat die letzten Wochen eine gewisse Stabilisierung auch gegeben, aber technisch gesehen sind wir eigentlich noch in einer Abwärtsbewegung. Und außerdem zeigt der Hang Seng China Enterprises Index, dass die Korrektur auch nur bedingt was zu tun hat mit diesem Thema Delistings von China-Aktien in den USA oder drohende Delistings. Weil das betrifft nur US-ADRs, aber natürlich nicht die China-Aktien in Hongkong. Trotzdem haben wir auch hier diese starke Korrektur. Die Delistings, das Ganze ist ein Thema für sich. Ich habe das hier schon mehrfach behandelt, darum lassen wir es heute mal außen vor. Aber warum laufen chinesische Aktien dann so schlecht? Da fällt uns natürlich schon was ein. Das erste Argument, das ganz gerne angeführt wird, das sind die geopolitischen Konflikte. Liegt schon nahe, weil das Verhältnis zwischen China und dem Westen, das ist relativ schlecht und sieht auch nicht so aus, als würde sich das jetzt kurzfristig wieder irgendwie bessern. Klar, das ist ein ganz wichtiger Punkt, will ich auch nicht bagatellisieren oder sowas,
Aber ich würde behaupten, so wie die Lage im Moment ist, ist das bestimmt nicht der einzige Grund. Und es gibt ja auch andere Länder, wo sich das Verhältnis zum Westen auch stark verschlechtert hat und denen der Westen sogar noch mehr schaden könnte mit Sanktionen und anderen Maßnahmen. Also jetzt China schaden kann. Paradebeispiel Russland. Das Verhältnis zwischen dem Westen und zwischen Russland ist nach wie vor eisig. Es gibt kein Anzeichen für eine Besserung. Das einzig Positive, was man sagen kann, ist, dass sich die Märkte inzwischen daran gewöhnt haben. Wenn wir hier mal den MSCI Russia Index nehmen, das ist der 10-Jahres-Chart, dann sehen wir, es ist natürlich stark runtergegangen, 2014 in der Ukraine-Krise, dann auch nochmal 2016. Wir haben also mehrere Jahre gehabt mit einer starken Verunsicherung, die politisch bedingt war. Und die haben die Märkte dann aber wieder abgeschüttelt, obwohl sich außenpolitisch nichts verändert hat und nichts verbessert. Aber Politik ist eben doch nicht alles. Und was jetzt China betrifft, da kann man sich zusätzlich natürlich auch die Frage stellen, und das schon seit Jahren, wenn das Verhältnis zum Westen jetzt so schlecht ist und wenn das natürlich auch entsprechend wirtschaftliche Folgen hat, warum sollte es das dann so sein, dass das China einseitig belastet und nicht auch die westlichen Börsen? Wir wissen ja, wie wichtig China ist für uns mittlerweile. Zum Beispiel globale Rohstoffnachfrage oder auch wie wichtig der Handel mit China ist. Für Deutschland war China 2020 der wichtigste Handelspartner. Vor Holland, vor Frankreich, vor den USA. Die DAX-Unternehmen haben letztes Jahr 15% von ihrem Umsatz im Durchschnitt mit China erzielt. Und jedes vierte deutsche Auto, das hier gebaut worden ist, ist auch nach China gegangen. Und trotzdem soll die politische Lage jetzt den chinesischen Aktienmarkt stark belasten und unsere Börsen soll sie aber gar nicht belasten. Das ist nicht ganz schlüssig. Es gibt noch einen Grund, der gern angeführt wird für die chinesische Underperformance. Das sind die Regularien der chinesischen Regierung gegen die eigenen Unternehmen. Die haben überrascht in ihrer Härte. Es gibt jetzt auch Anleger, die darin sogar eine Art Systemwechsel wieder sehen, zurück zum Sozialismus mehr oder weniger. Und da haben vor allem chinesische Technologieaktien, Internetaktien stark drunter gelitten. Es betrifft aber nicht nur die. Es betrifft potenziell auch andere Sektoren, möglicherweise Immobiliensektor oder Gesundheitssektor eben auch. Und die Börse hat darauf schockiert, reagiert, relativ schockiert. Das ist auch nachvollziehbar, das ist auch berechtigt. Ich glaube aber auf der anderen Seite, wenn sich da der Staub jetzt auch irgendwann mal verzieht, dass man dann schon auch merken wird, dass man bei vielen Einzelaktien und bei vielen Sektoren da dann vielleicht doch auch zu panisch reagiert hat und dass sich das wieder beruhigen wird. Ich habe auch diesen Regulierungsschock hier behandelt in einem eigenen Video. Das sind alles interessante Dinge, wo es sich lohnt, wirklich, wenn man da auch mal ins Detail geht. Ich kann das aber nicht in ein einziges Video hier stopfen und das will ich auch gar nicht. Wenn Sie jetzt sagen, Sie finden solche Dinge eben auch sehr interessant, dann wäre es vielleicht auch interessant für Sie, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann haben Sie natürlich auch den Vorteil, dass Sie sowas dann auch immer gleich mitkriegen, wenn es wieder solche Videos gibt, dass Sie die dann auch jeweils eben ganz aktuell sehen können. Dazu müssen Sie dann einfach beim Anmelden auf die Glocke drücken. Das ist dann die Benachrichtigungsfunktion. Damit sehen Sie immer, wenn neue Videos da sind, und schaden kann sie auf keinen Fall. Gut. Und noch einen dritten Punkt gibt es, warum die Anleger vorsichtig sind, gerade bei chinesischen Aktien. Und da kommen wir jetzt ans Eingemachte, an das, was eigentlich jeden Anleger betrifft, ob er jetzt China-Aktien hat oder nicht. Jetzt geht es nämlich um die Wachstumssorgen. Das war ein großes Thema die letzten Wochen, hat man auch an den Schlagzeilen zu China dann gesehen. Chinas Wirtschaft steht unter Druck, produzierendes Gewerbe, Einzelhandelsumsatz, überall geht das Wachstum zurück.
Zugleich haben wir auch da natürlich neue Covid-Ausbrüche, dementsprechend neue Restriktionen, Schließung von einem ganzen Hafencontainer-Terminal zum Beispiel wegen einem einzelnen Corona-Fall. Und dadurch haben wir jetzt eben auch viele Analysten, die jetzt grundsätzlich ihre Prognosen, ihre Wachstumsprognosen senken für China. Wie ist da die Datenlage? Im ersten Quartal hat sich das Wachstum ja stark erholt vom Corona-Schock im Vorjahr. Da hatten wir ein Wachstum von 18% bei der chinesischen Wirtschaft. Im zweiten Quartal dann nur noch 7,9%. Das hat viele schon enttäuscht. Und im Juli gab es dann eine weitere Abschwächung in vielen Bereichen. Also Wachstum der Industrieproduktion nur noch 6,4% zum Beispiel statt 8,3% im Juni. Wachstum beim Einzelhandelsumsatz nur noch 8,5% statt 12,1% im Juni und so weiter. So dass man jetzt eben allgemein glaubt, das chinesische Wachstum stottert jetzt. Und das aber auch noch in Kombination mit einem starken Inflationsdruck. Nicht bei den Verbraucherpreisen, da sind nämlich die Schweinefleischpreise stark gefallen, weil man jetzt die Schweinepest wieder in den Griff bekommen hat in China. Aber die Produzentenpreise, die sind zum Vorjahr um 9% gestiegen. Und damit war der Anstieg nochmal stärker als im Juni, da waren es nur 8,8%. Das ist schon ein bisschen alarmierend und das bringt jetzt erstens bei vielen Unternehmen die Gewinnmargen unter Druck und zweitens bringt es aber natürlich auch die Fiskalpolitik und die Geldpolitik unter Druck. Weil wie reagiert man denn jetzt, wenn man auf der einen Seite vielleicht ganz gern das Wachstum doch wieder ein bisschen anschieben würde mit Stimuli und mit einer höheren Geldmenge, und wenn man das aber auf der anderen Seite eigentlich gar nicht kann, weil ja der Inflationsdruck steigt. Wir haben hier also eigentlich schon im Ansatz so ein gewisses Stagflationsszenario und gleichzeitig eben ein schweres Dilemma für die Wirtschaftspolitik und Geldpolitik in China. Und das ist auch das, was die Anleger am Markt gerade einpreisen. Was jetzt diese ganzen Wirtschaftsdaten in China betrifft, das kriegen Sie von uns nächste Woche detailliert in einem Gratis-Zukunftsmärkte-Report. Da dröseln wir das Ganze jetzt nochmal im Detail dann auf. Wir gehen auch darauf ein, was ist da jetzt besonders kritisch, was ist positiv, wen betrifft das und wie könnte sich das jetzt auch weiterentwickeln, das Ganze. Und falls Sie die Reports von uns noch nicht bekommen, die kann jeder bekommen. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Dann kriegen Sie eben regelmäßig von uns eben auch zusätzliche Analysen zu verschiedenen Märkten, zu verschiedenen Einzelaktien, die gerade spannend sind. Und der Link dafür, der ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. Ich sage zu den chinesischen Wirtschaftsdaten jetzt nur so viel erstmal. Erstens, wenn sich das Wachstum jetzt wirklich deutlich abschwächen sollte, dann sprechen wir in China natürlich trotzdem immer noch von einem Wachstum, das stark über dem weltweiten Durchschnitt liegt. Das ist aber noch nicht der Punkt, weil zweitens ist es ja auch so, man kann vielleicht sagen, die chinesische Wirtschaft steckt jetzt also in der Klemme zwischen Wachstumsrückgang und steigender Inflation. Darum muss man chinesische Aktien jetzt verkaufen. Kann man sagen, die Meinung kann gerne jeder haben. Nur, warum in aller Welt glauben wir, dass das unsere Börsen und unsere Wirtschaft nicht betrifft? Wenn auf der einen Seite das Wachstum in einer der größten Volkswirtschaften der Welt deutlich zurückgeht und auch bei einem von unseren wichtigsten Handelspartnern, bleibt es dann wirklich für den Rest der Welt ohne Folgen? Für die Exportnachfrage zum Beispiel, für die Rohstoffnachfrage und so weiter. Und auf der anderen Seite, noch wichtiger, die Mechanismen, die in China gerade zum Tragen kommen, sind es andere Mechanismen grundsätzlich als bei uns? Das ist natürlich nicht so. Das Grundsatzdilemma, das sich gerade aufbaut hier möglicherweise, das ist das gleiche wie bei uns. Nur in China sind die Anleger jetzt schon relativ alarmiert
Bei uns will man es aber nach wie vor nicht wahrhaben. Man sieht es nicht. Die Märkte verhalten sich nach wie vor so, als gäbe es das alles gar nicht. Es geht immer mehr Geld in den Markt, es wird immer mehr Geld in die Märkte gepumpt. Die Gefahren werden weggeredet und die Märkte bejubeln das nach wie vor und sagen: Toll, 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 hoffentlich geht es immer so weiter und wehe, wenn nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass China unter diesem Wachstumsinflationsdilemma, das wir da haben, dass China darunter jetzt zerbricht. Peking wird versuchen, das auszusteuern. Sie werden wahrscheinlich die Wirtschaft moderat anschieben jetzt wieder. Aber es ist auch völlig klar, dass die da viel vorsichtiger vorgehen werden als unsere westlichen Regierungen und Notenbanken das im Moment tun. Dazu kommt noch, chinesische Aktien sind günstig bewertet. Und was jetzt da die Fundamentaldaten betrifft, da würde ich sagen, es gibt inzwischen Dutzende von chinesischen Aktien, wo die meiner Meinung nach ein ganz klarer Kauf sind im Moment. Ich weiß aber leider auch nicht, wie sich das Sentiment da weiterentwickelt. Zurzeit ist das Sentiment für China natürlich schlecht und ich kann Ihnen jetzt im Moment auch nicht sagen, ob sich das bald wieder ändern wird. Und es ist nach wie vor so, Wachstum, das große Konjunkturprogramme und das Nullzinsen eigentlich unnötig machen würde, das wird an den Märkten tendenziell bestraft momentan. Und diese Stimuli selbst und die Nullzinsen, die werden aber tendenziell belohnt. Das ist das große Credo, das ist das eigentliche Credo an den Börsen. Die lockere Geldpolitik ist bei uns die Antwort auf alles. Aber wenn auch wir tatsächlich so ein chinesisches Szenario kriegen mit nachlassendem Wachstum bei steigender Inflation, das ist dann genau das Szenario, auf das die lockere Geldpolitik dann keine Antwort mehr ist. Und insofern ist es möglicherweise wirklich ein Fehler, wenn man diese Korrektur in China jetzt sieht als ein Phänomen, das völlig isoliert ist und das uns nichts angeht. Es gibt Faktoren, die sind wirklich China-spezifisch, das gibt es nur in China, aber es gibt eben auch ganz andere Kräfte und die sind nicht auf China begrenzt, sondern die wirken sich potenziell überall aus. Und jetzt noch mal ganz kurz zum Wachstum, wo man ja meinen könnte, das Problem haben wir Gott sei Dank nicht zurzeit. Wir denken ja irgendwie, wir sind jetzt in der großen Corona-Erholungsphase und bis das Virus wirklich endgültig besiegt ist, bis zum letzten Infizierten, da werden wir automatisch durchgehend eine starke Erholung haben. Das muss aber nicht so sein. Und wenn wir uns zum Beispiel den globalen Market-Einkaufsmanager-Index anschauen, dann sieht es gar nicht mehr so gut aus. Also die Produktion, die wir hier, die tatsächliche Produktion, die haben wir hier in Grau, die hat sich schon wirklich stark erholt. Aber der Index selbst, das ist die grüne Linie, die geht gerade überraschend stark nach unten. Der Augustwert ist jetzt noch bei 51,9, das ist der niedrigste Wert seit Juni letzten Jahres. Kann viele Gründe haben im Moment, aber es sieht nicht nach starkem Wachstum aus. Und noch ein Indikator sieht nicht nach Wachstum aus, nämlich die Anleihemärkte. Das sind zum Beispiel die Renditen auf 10-jährige US-Bonds, die letzten 6 Monate. Bis März haben sie sich sehr gut erholt, war auch klar, waren in der Spitze wieder bei 1,75%. Seitdem sind sie aber abgesackt auf nur noch 1,3%. Und das trotz hoher Inflation. Das ist mysteriös und spricht auch wirklich nicht gerade für einen Wirtschaftsboom, der uns bevorsteht. Aber dazu demnächst mehr. Es gibt zurzeit viele spannende Dinge, aber ich habe jetzt wie schon wieder sehr, sehr lange geredet. Wir holen das alles nach. Wie gesagt, denken Sie nach über ein Kanal-Abo und denken Sie auch dran, dass Sie sich noch rechtzeitig eintragen für den Gratis-Zukunftsmärkte-Report von uns zur aktuellen Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. www.zukunfts-märkte.de. Danke für Ihr Interesse, danke, dass Sie dabei geblieben sind bis zum Schluss. Alles Gute Ihnen, bis nächste Woche, wenn Sie wollen.